Die differenzierten Meteoritenmutterkörper oder Asteroide waren einmal vollständig aufgeschmolzen und es hat sich ein metallischer Kern oder eine metallische Phase von einer silikatischen Phase separiert. Wenn der Körper sehr groß war, kann es einen richtigen Kern und Mantel gegeben haben, eventuell noch eine Kruste. Undifferenzierte Meteoritenmutterkörper sind nicht komplett aufgeschmolzen. Und die können dann zwei unterschiedliche Strukturen aufweisen, die hier einmal gezeigt sind. Auf der linken Seite einmal das Zwiebelschalenmodell und auf der rechten Seite das Rubble-Pile-Modell. Das Zwiebelschalenmodell ist erstmal das, wie man es sich vielleicht zunächst mal vorstellt. Das ist auch ein Mutterkörper, der heiß wird, aber eben nicht so heiß, dass er schmilzt, sondern nur, dass eine gewisse thermische Metamorphose stattfindet. Und dieser Mutterkörper wird, wie bei Differenzierten auch, in der Mitte heiß und zum Rand hin dann immer kühler. Das heißt, im Zentrum dieses Mutterkörpers gibt es eine thermische Metamorphose, die zum Rand hin immer geringer wird. Und jetzt teilt man die Meteorite in petrologische Typen ein und entsprechend dann würde es hier so aussehen, dass eben die höchsten petrologischen Typen, also sowas wie 6 im Kern vorkämen, oder es gibt ja auch noch 7, wo es vielleicht schon Teilschmelzen gibt, also 6 und 7 wären dann hier im Kern und nach außen hin immer geringere petrologische Typen 5, 4 und 3 ganz außen. Das heißt, sowas wie primitive kohlige Chondrite oder primitive gewöhnliche oder Enstatit-Chondrite wären dann eventuell Proben vom äußersten Rand, von der äußersten eben Schale eines solchen Zwiebelschalen-Asteroiden. Das zweite Modell ist das Rubble-Pile-Modell und das ist wie eine, kann man sich wie eine Präktion vorstellen. Und im Grunde genommen ist es genau auch das. Also eigentlich, möglicherweise gab es entweder so Zwiebelschalen-Asteroide, die kollidiert sind, zerbrochen sind und deren Bruchstücke dann diesen Rubble-Pile gebildet haben. Es ist natürlich aber auch denkbar, dass es eben gar keinen Zwiebelschalen-Asteroiden gab, sondern dass die Asteroide mehr oder weniger homogen warm waren. Und dann gab es eben Asteroide, die heißer wurden und deshalb der gesamte Asteroid dann einen petrologischen Typ 5 oder 6 darstellt. Und kältere Asteroide, die gar nicht heiß geworden sind, stellen dann 3 oder 4 dar. Und die wurden auch zerbrochen oder waren vielleicht gar nicht groß, bloß ein paar Meter groß oder sowas. Und diese Bruchstücke haben sich dann eben zu diesem Rubble Pile geformt. Also der Rubble-Pile könnte auch sein, dass es einzelne Asteroide gab, wo der gesamte Asteroid petrologischer Typ 3, 4, 5 oder 6 war oder sowas und diese sich dann zu diesem Rubble-Pile geformt haben. Dass es auf jeden Fall wohl Rubble-Pile-Asteroide gab, wissen wir, da wir in Meteoriten unterschiedliche petrologische Typen, unterschiedliche Lithologien in Kontakt miteinander finden. Also sowas wie, dass hier ein Typ 4 direkt, also hier im Zentrum ein Typ 4 direkt neben einem Typ 6 liegt. Das sehen wir auch in Meteoriten. Das kommt auch in Meteoriten vor. Also Rubble Pile wird es auf jeden Fall gegeben haben. Also an sich haben wir entweder Zwiebelschalen oder Rubble Pile oder eben als eine weitere Alternative. Wir haben kleinere Asteroide, die nur einen bestimmten petrologischen Typ darstellen. Es gibt gute Hinweise, dass es auch das Zwiebelschalenmodell gab aus Datierungen im Zusammenhang mit petrologischem Typ. Also vermutlich gab es beide, vielleicht alle drei dieser Typen. Und das ist der mögliche Aufbau von undifferenzierten Meteoriten-Mutterkörpern.